Es ist doch eine Kunst, auf Kleinigkeiten zu achten. Ich lasse es jetzt mal so. Ich glaube nicht, dass es so war, aber da muss ich nochmal nachschauen. Okay, gut, aber... ja, wir müssen Bruchstein verlegen. Ach, aber den Boden, den wir hier haben, den reißen wir ja auch raus, da kommt ja auch Bruchstein hin. Das heißt, das Material für den Bodenbruchstein, das haben wir schon. Das liegt ja praktisch schon da, nur noch nicht in Form von Bruchstein. So, dann nehmen wir uns jetzt das Licht auch wieder. Es wird gleich um einiges dunkler. Ja, genau, das ist die richtige Taste. Ich vertue mich da immer mit den Tasten. Oh, wenn ich mir vorstelle, wie lange das bei Mammut gedauert hat. Ja, also ich habe auch festgestellt, Mammut hat so eine... Also er hatte natürlich schlechteres Material hier. Immer dies und das und Werkzeugwechsel und so weiter. Aber er hatte auch so eine Art und Weise, wie er von einer Sache zur anderen ging und nicht bei einem Stück blieb. Sondern immer dies und jenes und dann ist ihm wieder das Material ausgegangen und dann musste wieder was holen. Okay, klar, muss man machen, aber man kann ja auch ein bisschen vorausschauend das machen und dann... gleich ein bisschen Material mitnehmen, so wie ich jetzt auch. Aber ja, so macht eben jeder, wie das ist, wie er das will. Ich meine, Mammut hat es ja hingekriegt und es war unterhaltsam. Und das ist ja letztlich das Ziel von einem Let's Play, dass das unterhaltsam ist. Und mehr Abwechslung war es auch. Aber na, so ein Perfektionist wie ich, dem fällt das natürlich auf. So. Das hätten wir. Sehr gut. Ja, okay. Dann werden wir doch gleich mal hier mit der Mauer weitermachen. Da kann ich aber auch wieder die Schaufel setzen. Ja, komm, ich bleib mal bei der hier. So, dann... Oh, das muss auch in der Rückkehr, genau. Ja, setzen wir gleich mal das hier hin. Nö, war einer zu viel. Kommt gleich wieder weg. So, das hier. Da war ich zu weit weg. Das verpasst ja. So und so. Okay. Dann machen wir da unten weiter. Diese vier. Nö, das muss ich so machen. Hätte ich vorher machen sollen mit der Spitzhacke. Mit der großen, aber ja, gut. So, hier kann ich aber überwechseln auf die Spitzhacke. So und ja, dann fällt eben noch einer weg. Ach nee, ich muss ja auch wieder ein paar von diesen Steinen wegmachen. Aber das ist okay, das machen wir dann eben, wenn es weit ist. Machen wir erstmal die Mauer hier komplett fertig. Die soll ja ersetzt werden zum Teil dann wieder mit Eichenholz. So, aber auf jeden Fall, diese eine Wand wäre jetzt erstmal fertig. Kommen wir doch zur nächsten. Ja, machen wir doch gleich die hier. So. Oh nee, das hätte ich so machen sollen. Na gut. Und dann hier mit der Schaufel. Der kleinen. So und so. Damit wäre das auch schon erledigt. Da bin ich ja gespannt, wie ich das hinkriege dann mit der Bücherei dann. Na, das wird noch ein Spaß werden. Aber das wird dann ein Projekt für später. Damit habe ich mich jetzt so noch nicht beschäftigt. So, nächste Wand ist fertig. Ja, doch, den Boden machen wir auch gleich dann. Jetzt machen wir erst noch diese Wand hier. Aha, draußen quälen sich die Skelette herum mit dem Tageslicht. Ja, Pech gehabt. So, hier. Na, und das hier. Ja, genau, das war alles.
Ich laufe wieder rückwärts und komme vom Weg ab. So, da oben. Nein, 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 nicht so. So, genau. Dann hätten wir das hier auch schon. Ja, wunderbar. Fehlt noch der Boden und die hintere Wand. Fangen wir doch gleich mal da an. Nö, los, weg hier. Ey, komm, mach das doch weg hier. Apropos wegmachen. Ja, genau. Moment, eben noch. Ah ja, das hier so und so. Und dann arbeite ich mit der Schaufel wieder. Ja, das ist mal lieber. Nicht, dass ich da noch mehr Erde weghaue, als sein muss. Oh ne, da fehlt was hier. Das war's schon. Genau, da haben ja ein paar gefehlt. Mhm. Ja, dann hin damit. So, jetzt probiere ich das nochmal. Hier so. Immer schön dranbleiben. So, okay. Ja, dann machen wir das da oben mal. Ja, da waren noch ein paar. Beziehungsweise da waren noch ein paar nicht. So. Ah, sehr schön. Haben wir das auch. Okay, sehr gut. Das da sieht schon mal ganz gut aus. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich doch hier einen Ofen und Werkbänke. Oh ja, für den Boden, das müssen wir gleich machen. Also hier war ein Ofen. Da eine Werkbank und auch da. Ja, aber jetzt will ich erst den Boden noch machen. So, genau. Und so. Ja, ich mache jetzt einfach mal ein paar Fackeln an die Wände. So, dass das ein bisschen... dass wir ein bisschen Helligkeit haben hier. Okay, so, jetzt kann ich die Boden da getrost wegmachen. Und da und da. So. Mammut hat ja später den Keller hier nochmal deutlich vergrößert. Das will ich nicht machen, sonst könnte ich es ja jetzt gleich machen. Also das, ich weiß nicht, das war echt groß dann. Ja, also nein, das will ich nicht machen. Ich will das hier bei den kleinen ursprünglichen Keller belassen. So, die Spitzhacke kann weg. Ja, dann... oh, da sind noch, fehlt noch ein bisschen was. So. Machen wir das mal so schneckenförmig. Ach, das war die Werkbank, an die ich da gestoßen bin. Ja, setzen wir da mal gleich mal so ein bisschen Material hin. So, hier links, wo ich jetzt bin, da kommen auch noch Regalwände hin. Und da, wo ich jetzt bin, da wird ein breiter Streifen frei bleiben. Machen wir so. So, genau. Okay. Wunderbar. Das da, da ist einer zu viel. Kommt gleich wieder weg. Ja, es sieht ein bisschen dunkel aus bei mir. Aber ich habe nun mal ein anderes Texturenpaket. Und ja, deswegen sieht das eben alles dann doch ein klein wenig anders aus. Aber ich will ja nicht das Texturenpaket wechseln. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass Mammut in den ersten Folgen, also in den ersten 100 Folgen, das Texturenpaket auch ein paar Mal gewechselt hat. Er hatte ja lange Zeit, dass das eine... ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Auch irgendwie was so mit Minecraft, irgendwie so ähnlich. Ich weiß nicht mehr. Ein sehr schönes Texturenpaket eigentlich. Und irgendwie gab es da mal Schwierigkeiten. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und dann hat er zwischendurch mal ein paar andere ausprobiert. Im Übrigen auch das, was ich jetzt hier habe, das kam auch in ein paar Folgen vor. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchen, aber das kam auch mal ein paar Mal vor. So. Okay, jetzt hätten wir das auch. Ja, es sieht echt ziemlich dunkel aus, aber das macht nichts. Ist eben so. Okay, so, dann werden wir jetzt mal... ach so, jetzt brauche ich ja die Kisten und die... ja, genau. Jetzt sind wir also soweit und müssen ein bisschen umbauen.
Oh, draußen haben wir wieder Nacht. Gerade eben Nacht geworden. So, das kann alles weg. Das nehmen wir mit. Und auch dieses. Die Schilder hier, die lassen wir nochmal. Ach so, ja, ich brauche ja nochmal hier. So, davon ein bisschen Holz. Genau, das packen wir jetzt dahin. Dann haben wir alles da, griffbereit im Inventar. Ah, zu spät. Ja doch, jetzt. Ah, ich habe es doch geschafft. Okay. Die Klappe zuzumachen, meine ich natürlich. So, jetzt müsste das so sein. Ah, jetzt habe ich die Kisten. Doch, ich habe Kisten hier. Nee, machen wir mal da hin. So, also es müsste so sein, dass hier... Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich probiere es mal aus. So. So, das passt hier auf jeden Fall. Ja. Okay, dann stimmt das so. Dann müssen wir ja die ganze Wand hier wegmachen im Grunde. Da ist wieder so eine Kleinigkeit, wo ich nicht weiß, wie das war. Nee, falsches Werkzeug. So. So, das da. Und dann hier sowas da. Und hier in der Mitte auch. Aber was ist hinter den Kisten? Hat Mammut da auch Holz gemacht? Also so kommt dann das nächste hin. Und dann hier so. Nee, das glaube ich nicht. Ja gut, ich weiß es jetzt nicht. Ich muss einfach mal nachschauen dann noch. Ich mache jetzt einfach mal so weiter. So, so. Und ja, wenn ich es dann... Nee, hier so. Wenn ich es dann weiß, kann ich es machen. Und vielleicht stimmt das ja auch so. Genau, so. Das soll nämlich hier in der Mitte, soll das dann anders aussehen. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal... Moment mal, so. Machen wir erstmal das hier. So, da oben, ja, da wird eben nichts mehr gemacht. So, da wieder das Holz. Und dieses hier. Ach ja, genau, hier Fackeln dahin. Dahin, ich mache jetzt auch mal dahin hin, so. Und hier aber auch nochmal Holz. Nee, Moment, so. Auch hier wieder die Frage, so oder das Holz? Nee, das Holz nicht bis ganz da oben. Nee. Oder doch? Ja, ich weiß nicht. Würde eigentlich passen. Ich lasse es mal, muss ich eben nachschauen. Okay, so viel dazu. Dann, nächste Reihe. Das war ja dann hier. Genau, und dann... Hier so ein Holz. Oder war das tatsächlich? Ja doch, müsste so gewesen sein. Und dann so. Und das hier auch bis ganz nach oben, oder nicht? Oh hey, das ist ja der Hammer. Wie viel man nicht weiß. Wenn man nicht genau hinschaut. Nee, ich glaube, das war schon bis ganz nach oben. Achso, nee, geht ja nicht. Ich meine wohl. Wir machen hier so. Wir machen es mal hin und dann muss ich nochmal nachschauen. Müssen wir beim nächsten Mal dann eben entsprechend korrigieren. So. Und dann hier wieder das da. Und auch... Nein, hier eben nicht mehr. Da hier zum Abschluss nicht, weil hier, genau, da soll eine Breite von 3 übrig bleiben. Ja, richtig. So, und dann haben wir hier Kiste, frei, Kiste und dann hier wieder sowas da. So. Machen wir jetzt mal einfach hier mit weiter. Und diese beiden hier, genau.
Mammut hat auch vorgezeichnet, allerdings mit Erdblöcken, da wo die Kisten hin sollen, und hat die dann hinterher weggemacht. Aber gut, Mammut hat das ja auf eine andere Weise gemacht. Aber hier, ah nee, da kommt ja auch noch was hin, genau, und dann hier noch eine Reihe mit Kisten. Dann kann ich die schon mal hier so hinsetzen. Und da müsste ja auch eine hinkommen. Ja, auch das weiß ich nicht mehr. Ja, okay. Da muss ich ja noch viel nachschauen, aber okay, na, so ist so. Ist so mal so. So, Fackel dahin. Gleich wieder Fackeln hinsetzen, damit es hier wieder hell wird. So, jetzt mache ich aber erstmal hier die Steine weg. So,